Bei schönen sonnigen Herbstwetter lud die Marktgemeinde St. Michael die Bevölkerung ein, alte Handwerkstradition aufleben zu lassen. Ja, jetzt haben wir da vor dem Mikro unseren Bürgermeister Karl Fadinger. Heute großes Fest am Dorfplatz in St. Michael im Ortskern, ursprünglicher Ortskern, Handwerk im Dorf. Wie seid ihr zu der tollen Idee gekommen und was spielt sich da heute genau ab? Ja, ich muss sagen, erstens haben wir schon wieder so ein Fest, nicht? Wir haben erst vor kurzem eins gehabt und die Idee war einfach, weil ja ursprünglich historisch betrachtet der Ortskern ja die belebte wirtschaftliche Zone war, das hat sich natürlich anders entwickelt und die Idee ist eigentlich entstanden in der Diskussion mit dem Herrn Blach-Fellner vor allem auch, dass man irgendeine Variante findet, den Dorfkern wieder zu beleben. Und jetzt gibt es eben Veranstaltungen verschiedener Art und eben heute Handwerk im Dorf. Und ich glaube, das kommt schon wieder gut an. Was man mit handwerklichem Geschick alles produzieren kann, bewiesen zahlreiche Kunsthandwerker mit ihren Unikaten. Im Zuge des LIDA-Projektes Genussgärtnern wurde mit der Volksschule St. Michael ein neues Gartenprojekt im alten Dorf gestartet. Drei Volksschulklassen werden im angelegten Gemeinschaftsgarten von Gasthaus Eberhard gärtnern und lernen, mit der Natur zu leben. Grüß Gott, wir möchten euch heute Genussgärtnern vorstellen und unsere Gartenpädagogin Judith Nestler. Hallo, grüß Gott zusammen. Genussgärtnern ist eine Initiative gemeinsam mit den Schulen im Bezirk Leoben, die Volksschule St. Michael und die neue Mittelschule St. Michael sind bei uns dieses Jahr im Schulgarten, den Judith Nestler gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Wir werden auch in Zukunft mehr mit den Kindern arbeiten, weil es uns ermöglicht worden ist, dass wir direkt die Schulgärten vor Ort bei den Schulen mit den Kindern anlegen dürfen. Das ist ein EU-Projekt, gefördert mit EU-Mitteln und damit können wir es uns auch leisten, dass wir in die Schulen gehen. Und unsere Intention ist, dass die Kinder wieder lernen, wie es wächst, wie man anbaut und welche Schätze wir bei uns in der Region haben. In der Holzwerkstatt wurden Vogelhäuser gebastelt, was von den Kindern besonders gerne angenommen wurde. In der Radlwerkstatt wurden alte Räder wieder zum neuen Leben erweckt und körperlich ertüchtigen konnte man sich am Dorfplatz bei einem Tanzkurs des Trachtenvereins Liesingtaler. Auch erwähnenswert, die Nähwerkstatt, wo Kinder ihre genähten Taschen mitnehmen konnten. Auch die Erwachsenen konnten diesen Tag genießen.